Das Prinzip Denkverödung wird uns nicht zuletzt in den Medien vorgeführt. Theodor W. Adorno beklagte schon in den 1940er Jahren: Aus jedem Besuch des Kinos komme ich bei aller Wachsamkeit dümmer und schlechter heraus. Was er wohl erst gesagt hätte, wenn er mit dem multimedialen Stumpfsinn der heutigen Unterhaltungsindustrie konfrontiert worden wäre? Wie wären seine Kommentare zu Big Brother, Dschungelcamp und Deutschland sucht den Superstar ausgefallen? Stellen Sie sich Adorno als Promigast bei Wer wird Millionär vor? Undenkbar. Mehr als zuvor gehen Medienverantwortliche heute davon aus, dass man das Publikum nur unterhält, wenn man das Niveau unten hält. Tragischerweise scheint ihnen der Erfolg recht zu geben. Denn je flacher das Format, desto höher die Einschaltquoten. Je engstirniger die Sendung, desto breiter das Grinsen der Programmverantwortlichen. Kein Wunder, dass wir Tag für Tag, Nacht für Nacht den gleichen nervtötenden Schwachsinnsbrei vorgesetzt bekommen. Talkformate, in denen viel gesprochen, aber wenig gesagt wird. Reality-Soaps mit Prominenten, die man nicht kennt und auch gar nicht kennenlernen möchte. Comedy-Sendungen ohne Humor, Quiz-Sendungen ohne Grips, Informationssendungen ohne Informationswert, Pop-Sendungen ohne Pep. Wer all dies übersteht, ohne intellektuell völlig zu degenerieren, dem wird spätestens von den lustigen Mutanten der Volksmusik oder ihren Nachfahren vom Ballermann 6 das letzte Fünkchen Denkvermögen aus den Hirnwindungen geblasen. Die Folgen dieser multimedialen Schwachsinnsverbreitung haben Stefan Bonner und Anne Weiß in ihrem Bestseller Generation Doof treffend beschrieben. Es ist paradox. Obwohl das Wissen der Welt heute nur noch einen Mausklick entfernt ist, sind Millionen junger Menschen geistig derart retardiert, dass sie nicht einmal mehr wissen, was sie nicht wissen. Ambitionen, der eigenen Verblödung entgegenzuwirken, sind kaum vorhanden. Doch woher sollten solche Ambitionen auch kommen? Schließlich haben sie nie erfahren, dass Bildung ein Wert an sich ist. Dass es sich aus sich selbst heraus lohnt, tiefere Einsichten in das Leben, das Universum und den ganzen Rest, Douglas Adams, zu gewinnen. Auch wenn man dadurch weder einen Modelvertrag bei Lagerfeld noch einen Plattenvertrag bei Bohlen bekommt. Leider ist die grundlegende Einsicht in den Wert grundlegender Einsichten nur bei sehr wenigen Menschen vorhanden. Das liegt natürlich nicht nur an den Nullbotschaften unserer Medien, sondern vor allem an den Absurditäten unseres Bildungssystems, das man mit Fug und Recht als Verbildungssystem, ja sogar als Verblödungssystem bezeichnen könnte. Denn was lernen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene vorrangig in unseren Schulen, Berufsschulen, Fachhochschulen und Universitäten? Sie lernen, dass Bildung keinen Eigenwert besitzt, sondern allenfalls einen Tauschwert. Der real existierende pädagogische Irrsinn, Pädagogiotie, äußert sich vor allem im absurden Zwang zur Wissensbulimie, der in den Lehranstalten kultiviert wird. Schülerinnen und Schüler werden darauf trainiert, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel totes Wissen in sich hineinzufressen, um es zum Zeitpunkt der Prüfung im Austausch gegen Noten fristgerecht wieder zu erbrechen. Dass bei einer solchen Bildungs-Essbrechsucht nur wenige Lerninhalte beim Lernenden verbleiben, sollte eigentlich niemanden verwundern. Ebenso wenig muss es uns erstaunen, dass das Interesse an schulischen Lerninhalten völlig erlischt, wenn Schülerinnen und Schüler nicht einmal mehr einen Tauschwert in der Bildung erkennen können. Wer bezüglich seiner sozialen Aufstiegschancen so weit resigniert hat, dass er als Berufswunsch angibt, wenn ich groß bin, werde ich Hartz IV, hat keinen Grund, Lerninhalte zu büffeln, die ihn im Grunde einen feuchten Kehricht interessieren. Das Grundübel unseres Bildungssystems ist leicht auszumachen. Das Abenteuerwissen wird den Kindern in der Schule meist auf solch unerträglich langweilige Weise präsentiert, dass sie schon nach kurzer Zeit genau die Eigenschaft verlieren, die sie von Natur aus so sehr zum Lernen befähigt. Die Neugier. Nur sehr wenige Lehrerinnen und Lehrer verstehen es, ihre Schülerinnen und Schüler für die Inhalte zu begeistern, die sie vermitteln. Ohne Begeisterung aber wird Lernen zu einer geistlosen Aneignung entfremdeten Wissens. Zwar heißt es, man solle für das Leben und nicht für die Schule lernen. Faktisch ist es aber meist umgekehrt. Schülerinnen und Schüler lernen für Prüfungen. Das, was sie da lernen, hat für sie selbst, für ihr Leben
für ihr Weltverständnis keinerlei Bedeutung, weshalb es kurz nach dem Prüfungstermin auch wieder in Vergessenheit gerät. Woran liegt es, dass das Lehrpersonal in der Regel so kläglich an der Aufgabe scheitert, die Lernenden zu begeistern? Erstens, viele Lehrerinnen und Lehrer haben ihr Wissen selbst auf entfremdete Weise erworben, sind also als Personen weder von den Inhalten ihres Fachs begeistert, noch von der Möglichkeit, sie an junge Menschen weitergeben zu dürfen. Zweitens, in der pädagogischen Ausbildung, insbesondere für die weiterführenden Schulen, wird noch immer der Irrglaube genährt, es ginge darum, Fächer zu unterrichten, statt Menschen zu unterrichten. Ein guter, begeisternder Unterricht müsste sich an den individuellen Stärken und Schwächen, Talenten, Neigungen und Abneigungen der Schülerinnen und Schüler orientieren. Starre Standardisierungen, die alle Lernenden über einen Kamm scheren, sind pädagogisch im höchsten Maße absurd, denn sie zerstören genau die kreativen Potenziale, die eigentlich gefördert werden müssten. Drittens, unsere Bildungsinstitutionen, vom Kindergarten bis zur Hochschule, sind in der Regel finanziell so schlecht ausgestattet, dass ein individuelles Lernen gar nicht möglich ist. Hier müsste die Politik entschieden gegenlenken. Schließlich lebt jede Demokratie von der Mündigkeit ihrer Bürger. Wer ausgerechnet an Bildung spart, beweist damit nur eines: den bemerkenswerten Grad seiner eigenen Verblödung. Ein zentrales Manko unseres Bildungssystems darf in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben. Noch immer steht das Erlernen von Einzelfakten im Vordergrund, nicht das Verstehen von Zusammenhängen. Den Schülerinnen und Schülern werden unsinnige Mengen von Einzelfakten eingetrichtert, während sie bei der entscheidenden Aufgabe, die darin besteht, diese isolierten Einzelfakten in Beziehung zueinander zu setzen, kaum Orientierung erhalten. Doch Bildung bedeutet Zusammenhangswissen, heute mehr als je zuvor. Denn das Problem unserer Zeit besteht ganz gewiss nicht mehr darin, Zugang zu detailliertem Faktenwissen zu erhalten. Die große Herausforderung unserer Zeit ist es, in dem Meer von Informationen, das uns ohnehin umgibt, nicht Schiffbruch zu erleiden. Wenn Schülerinnen und Schüler mit fragmentiertem Wissen vollgestopft werden, als gelte es, sie auf ein erfolgreiches Abschneiden bei Wer wird Millionär vorzubereiten, hat dies mit Bildung nichts zu tun. Schließlich könnte jeder Depp mit Hilfe von Wikipedia die 1-Millionen-Euro-Frage beantworten. Bildung meint eben nicht, möglichst viel fragmentiertes Wissen anzusammeln. Sie äußert sich vielmehr darin, dass man in der Lage ist, aus dem riesigen Wissensfundus, der uns zur Verfügung steht, die richtigen, problemrelevanten Informationen auszuwählen. Da das Bildungssystem an dieser wichtigen Aufgabe scheitert, sehen viele Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Sie verstehen weder, in welcher Beziehung die Inhalte eines Fachs zueinander stehen, noch begreifen sie, was diese Inhalte für die Inhalte anderer Fächer bedeuten. Und schon gar nicht wird ihnen bewusst, was diese Inhalte mit ihrem eigenen Leben zu tun haben könnten. Für die Lernmotivation ist dies nicht gerade förderlich. Daher sollten Bildungsangebote grundsätzlich so konzipiert sein, dass sie diese Zusammenhänge deutlich machen. Gleich zu Beginn einer Lerneinheit müsste herausgestellt werden, warum es sich lohnt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Sollte es nicht gelingen, die Relevanz eines Themas aufzuzeigen, so ist dies ein sicheres Zeichen dafür, dass es nicht in den Unterricht gehört. Allenfalls könnte es in einem Spezialkurs behandelt werden, an dem nur diejenigen teilnehmen, die sich dafür begeistern können. Rückt man auf diese Weise den Sinn des Lernens ins Zentrum des Lernens, so verändert sich notwendigerweise das Verhältnis von Lehrenden und Lernenden. Denn die Lehrenden können nicht mehr erwarten, dass die Lernenden alles bedingungslos schlucken, was man ihnen vorsetzt. Vielmehr müssen sie sich an den Bedürfnissen der Lernenden orientieren. Die Lernenden ihrerseits sind aufgefordert, nicht mehr bloß nachzubeten, was man ihnen eingeflüstert hat, sondern selbst darüber nachzudenken, inwiefern das, was sie da lernen, relevant für ihr Leben ist. Und ob die Informationen, die man ihnen zukommen lässt, tatsächlich einer kritischen Prüfung standhalten. Im Idealfall werden somit die Lehrenden teilweise auch zu Lernenden und die Lernenden zu Lehrenden. Die Einbahnstraßenkommunikation der Bildung verwandelt sich in einen Lerndialog, von dem beide Seiten profitieren. Wie man sieht,
läuft das hier nur kurz angerissene Bildungskonzept auf eine Umkehrung der oben skizzierten Erziehung zur Denkverödung hinaus. Denn die zentralen Leitsätze einer pädagogischen Anleitung zur Denkstärke lauten: Schere dich um Argumente, gehe den Dingen auf den Grund, sei ein Narr, der gegen die Absurditäten des Systems aufbegehrt, kein Tor, der der dummen Horde folgt. Passe dich herrschenden Gepflogenheiten nicht an, wenn sie himmelschreiend blöde sind, sondern frage nach dem Sinn des Ganzen. Würde die kulturelle Matrix in diesem Sinne rekonfiguriert, hätte dies weitreichende soziale, ökonomische und politische Konsequenzen. Denn wer bereits von Kindesbeinen an gelernt hat, Vorgegebenes kritisch zu hinterfragen, statt es im Austausch gegen gute Noten unreflektiert wiederzugeben, der wird sich von religiotischen, ökologiotischen oder ökonomiotischen Hirnwürmern so schnell nicht mehr infizieren lassen. Er wird weder dem alten Gerücht vom jüngsten Gericht auf den Leim gehen, noch wird er sich dazu drängen lassen, Chips zu entwerfen, die Geräte nach Ablauf der Garantiezeit funktionsunfähig machen, oder Finanzwerkzeuge, die Menschen in den finanziellen Ruin stürzen. Und selbstverständlich wird er auch keine Politiker wählen, von denen er erwarten muss, dass sie derartigen Unsinn unterstützen. Damit sind wir auf unserer Suche nach dem Gelee Royal, das uns zu weisen Menschen machen könnte, am Ziel angelangt. Das Ergebnis dürfte niemanden sonderlich überraschen. Es lautet: Um uns zu Homo sapiens zu entwickeln, statt zu Homo demens zu degenerieren, müssen wir mit dem Gelee Royal der Bildung gefüttert werden. Dabei ist, wie schon bei den Bienen, nicht die Quantität, sondern die Qualität des Futtersafts ausschlaggebend. Wer viel weiß, der muss deshalb noch lange nicht gebildet. Er kann auch hochgradig verbildet sein. Nicht nur Alter schützt vor Torheit nicht, auch Wissen und Intelligenz reichen nicht aus, um Torheit zu verhüten. Man muss, siehe Papst Benedikt XVI., sogar davon ausgehen, dass gerade intelligente Menschen anfällig für Wahnvorstellungen sind, wenn sie frühzeitig mit entsprechenden Hirnwürmern infiziert wurden. Und gerade sie sind als Träger des Wahns in besonderer Weise gefährlich. Woran also erkennt man den Unterschied zwischen Bildung und Verbildung? Im Grunde ist es ganz einfach. Im Unterschied zu den Hirnwürmern der Verblödung sorgt das Gelee Royal der Bildung dafür, dass A. unser Denkvermögen gestärkt wird, sodass wir logische Widersprüche als solche erkennen. B. unser Realitätssinn geschärft wird, sodass wir uns nicht mehr aus der Wirklichkeit fortlügen können. Und C. unser Rückgrat stabilisiert wird, sodass wir nicht schon beim kleinsten Anzeichen von Widerstand unsere Fähigkeit zum aufrechten Gang verlieren. Stünde dieses Gelee Royal weltweit zur Verfügung, so wäre es um die Macht der Doofen, der Engstirnigen, der Ewiggestrigen bald geschehen. Doch wie realistisch ist das? Ist es nicht eine grandiose Illusion zu glauben, dass sich die Menschheit von ihren grandiosen Illusionen befreien könne? Ist die Stimme der Vernunft nicht viel zu schwach, als dass sie sich gegen all das Glockengeläut, all die Muezzinrufe, all das Marktgeschrei, all das Politikergezänk durchsetzen könnte? Sigmund Freud gab zu bedenken: Die Stimme des Intellekts ist leise, aber sie ruht nicht, ehe sie sich Gehör geschafft hat. Am Ende, nach unzählig oft wiederholten Abweisungen, findet sie es doch. Dies ist einer der wenigen Punkte, in denen man für die Zukunft der Menschheit optimistisch sein darf. Wenn nicht alles täuscht, dürfen wir Heutigen in dieser Hinsicht sogar noch etwas optimistischer sein als Freud in den 1930er Jahren. Immerhin können dank des Internets heute auch solche Meinungen kommuniziert werden, die früher vom politischen Establishment rigoros unterdrückt worden wären. Dass das Fallen der Kommunikationsbarrieren weitreichende Folgen hat, ist offensichtlich. An allen Ecken und Kanten des globalen Systems formieren sich Widerstandsbewegungen. Die Hüter der etablierten Ordnung sitzen längst nicht mehr so fest in ihren Sätteln wie in vergangenen Zeiten. Die Dinge sind in Bewegung geraten, ohne dass irgendjemand dies noch aufzuhalten vermochte. Und so werden wir Zeugen eines Wandels, der sich vor unser aller Augen vollzieht. Denn der Aufstand der Narren des Widerstands gegen die Toren der Macht hat bereits begonnen.